Hallo, mein Name ist Silvia Wölk. Ich arbeite hauptberuflich als Horsemanship-Trainerin mit meinem Partner Thomas Günther und weiteren Trainern nach dem ProRide Horsemanship-Konzept auf einer wunderschönen Anlage in der Nähe von Kassel. Das Jahr durch bieten wir Kurse in den unterschiedlichsten Themen an und trainieren Ausbildungspferde. Ebenfalls sind wir hin und wieder auf Messen oder Veranstaltungen präsent und arbeiten stetig an der Verfilmung des ProRide Horsemanship Konzeptes für unsere Online-Schule, die bereits mehr als 400 Videos beinhaltet. Ich bedanke mich von Herzen beim MMO-Team, dieses Jahr am Liberty Cup beim MMO teilnehmen zu können und freue mich riesig auf das Event. Von Anfang an, also seit 2017, war ich beim MMO dabei. 2020 habe ich mit der Mustangstute Yvest Coco bei der Trainer-Challenge teilgenommen. Voller Stolz auf die Kleine konnten wir sogar den zweiten Platz belegen. Bereits 2021 und 2023 war ich beim Liberty Cup als Teilnehmerin dabei. Meine persönliche Challenge in der Show ist, meine Führungsqualität beizubehalten. Liberty heißt loslassen. In einer offeneren Kommunikation für die Pferde da zu sein und ihnen in dem Deutschen Bankstadion Sicherheit und Verlässlichkeit zu geben. Die Liberty-Arbeit hat mir persönlich bereits so viele Türen geöffnet. Meine Wahrnehmung und Analyse in vielen Situationen wird immer klarer. Der Umgang mit den Tieren und Menschen ebenfalls. Die Liberty-Arbeit verleitet uns dazu, an sich selbst zu arbeiten. Durch unsere Arbeit bei ProRide Horsemanship konnten wir bereits Leute in anderen Kontinenten begeistern, sich mehr und mehr in die Kommunikation mit den Pferden hineinzudenken, sowie eigenes Handeln und eigene Herangehensweisen zu hinterfragen. Es ist mein Herzensprojekt, den Gedanken und die Herangehensweise von Horsemanship auch über den Ozean hinweg weiterzugeben. Ich durfte schon so viel durch die Arbeit mit den Pferden erleben und erfahren und bin von Herzen dankbar dafür. Ich möchte euch motivieren, offen, motiviert und lernwillig, die Arbeit mit den Pferden anzugehen. Denn man lernt nie aus.